Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Solo. In der letzten Folge haben wir unsere Inventargegenstände verzaubert. Und jetzt würde ich sagen, ich hatte vor, mehrere Mods hinzuzufügen, aber die Sache ist, ich spiele ja auf der neuesten Version, die 0.13.1, denke ich mir zumindest, dass die neueste ist. Und ich habe mir ein Pferdemod heruntergeladen, wofür die 0.13.1 gedacht ist. Dann habe ich mir ein Emerald Tool Mod heruntergeladen, wofür die 0.13.0 gedacht ist. Am PC ist es ja so, dass es egal ist, ob man jetzt ein Mod für die 1.8, 1.8.1 bis und so weiter halt bis 1.8.9 holt, weil das alles gleich ist. Bei Pocket ist es aber nicht so, da ist es unterschiedlich, also 0.13.0 und 0.13.1 ist dort was anderes. Am PC ist es nicht so, da ist 8.1 und 8.2 das gleiche und daher bringt das jetzt nicht so viel. Ich habe nämlich noch diesen Mod Mitte runtergeladen und dann noch den Lucky Block Mod. Und diese beiden Mods waren für die 0.13.0, nur der Pferdemod war für die 0.13.1 und nur der wurde mir auch angezeigt. Das ist der eindeutige Beweis. Dadurch habe ich jetzt den Pferdemod hier, habe ich jetzt aber trotzdem gerade hier nicht drin. Und zwar habe ich mir einen anderen Mod runtergeladen. Und zwar sehen wir hier zum Beispiel das Espada de Boreas. Also es ist eigentlich nur ein Schwertermod, wo neue Schwerter hinzufügt. Und zwar, wenn ich mir Eisen jetzt hier hole, da brauche ich dafür Sticks und Eisen, ich glaube 4 Eisen, kann ich mir das hier machen. Das Espada Double de Hero. Es gibt, vielleicht nehme ich auch einfach das hier, obwohl man da halt, wie viele Dias habe ich gerade noch? Was sind sie denn? Diamanten, hallo? Ne, 8 Dias habe ich gerade noch. Könnte ich mir theoretisch dieses Schwert holen? Also es ist eigentlich nur ein Mod, wo Schwert hinzufügt. Noch nichts anderes. Vielleicht sehen wir noch einen anderen Mod. Hier haben wir noch dieses Espada de Agua. Da braucht man so 2 Potions. Hier, dann haben wir hier den. Dieses Schwert will ich unbedingt haben. Espada de Erbo. Hier seht ihr, es ist so ein dunkles. Dann haben wir hier so ein ganz helles. Da braucht man Gold und Eisen. Und so einen komischen Stab hier. Was ist denn das für ein Stab da unten drunter? Hier braucht man 2 Skelettköpfe und einen Stick. Und hier braucht man einfach Emeralds. Das ist dann sowas wie ein Emerald Sword. Hier haben wir nochmal eins. Hier braucht man Gold und Dingblöcke. Aber ich würde sagen, wir machen uns erstmal hier, bevor wir unser ganzes Zeug ausgeben für dieses Schwert hier, das Espada Double de Hero Sword. Zack. Weil ich würde sagen, da haben wir schon mal einen Mod eingeführt. Tun erstmal das Zeug wieder hier rein. Und das verzaubern wir dann auch direkt. Ich hoffe, das funktioniert. Und nein, man kann das nicht verzaubern. Ich kann das wirklich nicht so viel Schaden macht denn das? Ich teste es mal. Wo haben wir ein Türchen? Hallo? Wie viel Schaden macht denn dieses Schwert? Auf jeden Fall schaut es, wie schon das uns zuschlägt. Gut, so cool schaut das jetzt auch wieder nicht aus im Moment. Perspektive. Naja. Das eine Schwert geht halt irgendwie durch das andere durch. Und das schaut dann im Moment ein bisschen komisch aus. Jetzt. Warum kann ich das jetzt nicht verzaubern? Das ist doch total behindert. Ist aber nicht. Oh. Was ist das? Und diese eine Schwerte, wie soll ich denn das craften, wenn ich nicht weiß, dass das ein Teil ist? Diese eine da. Also auf jeden Fall diesen Mod habe ich bisher hinzugefügt. Also braucht ihr einfach den Block Launcher und irgendeinen eine App, wo ihr halt die Mods installiert und also das gehörige Texture Pack habt. Wenn ich es hinwerfe, schaut es so aus. Also es ist eigentlich nur ein Schwert, wo durcheinander geht. Schwertmod und ist nichts Besonderes. Natürlich will ich auch noch was in dieser Folge erreichen. Und zwar habe ich mir gedacht, was sollten wir denn noch machen? Weiter in dem Dungeon.
experimentieren oder so, und ich war mir nicht ganz sicher, und habe mich dann dafür entschieden, dass wir, nachdem ich mein Zeug hier reingelegt habe, was ich momentan nicht brauche, dass wir los, okay. Das wäre, warte, muss ich das ein bisschen umändern. Tun wir hier mal den Eimer hin. Hier. Die Crafting Villagers. So, okay. Dann haben wir die Fackel gewonnen. Wir brauchen nicht den Eimer, ich tue da die Fackel hin. Und dann tun wir hier den Kompass hin. Jetzt ist mir auch egal. Genau. Jetzt, wo wir dieses wunderbare Schwert hier haben, will ich es ja nicht gerne verzaubern, aber ja. Wir machen mit der Dungeon-Expedition oder sowas in der Art, keine Ahnung. Oder wir erkundigen einfach die Welt mit unserem neuen Schwert. Und natürlich regnet es immer, wenn wir weggehen. Das ist ja selbstverständlich. Da hinten haben wir noch viel mehr Höhlen, habe ich dort gesehen. Und da dachte ich, das wäre einfach mal so eine reingehen. Wir müssen ja nicht mehr das gleiche hier nehmen, oder? Weil dieses große Bergland erkundigen. Und da ist unser erstes Testobjekt, beziehungsweise die Kuh da hinten. Könnte ich auch testen. Warte, hasse ich jetzt schon Angst. Bleibt der Hase. Aber ich teste mal in der Kuh. Ich weiß gerade nicht, wie viel Leben hat. Die Kuh hat, glaube ich, Standard 10. Also ich habe 20, also 10 Herzen. Das ist, wenn ich die Kuh One hätte, dann ist das Schwert schlecht. Okay, das Schwert ist auf jeden Fall gut. Aber ob so gut ist wie ein Diamant, also mein Diamant wird sogar hier verzaubert, weiß ich nicht, ob es da ganz rankommt. Weil es sind ja so gesehen zwei. Da kann ja eigentlich auch sein, dass einfach die. Ein Eisendrop macht, glaube ich, 6 Attack Damage. Wenn es jetzt 12 Attack Damage macht, würde ja Sinn geben, weil es ja zwei Eisenschwerter sind, wo beide beziehungsweise in dieses Teil reinstechen. Also wir stechen gleich mit beiden Schwertern in den Körper des Tieres. Würde so gesehen 12 Attack Damage machen und unser Diamant macht, glaube ich, 7 normal und jetzt glaube ich 8,5 und sowas. Bin mir aber nicht ganz sicher. Schon mal unser Kompass immer dabei und der ist. Ne, stimmt unser Kompass? Kommen wir von da hinten? Da hinten ist eine Chest. What? The fuck? Ja gut, also unser Schwert funktioniert ja schon mal. Wenn man eine Q-One-Hit hat, dann finde ich, ist es gut. Und mit Diamond Schwert kann das, glaube ich, noch nicht mit der Verzauberung. Dann, glaube ich, ist dieses Espada Double the Hero so nicht mehr so schlecht. Okay, ich habe mir den Sprung. Nee, ich bin nicht mal auf die Sprungtaste gekommen. Okay. Wir schauen mal. Warte mal, sag mal Gold. Ich werde schauen, dass ich ja noch Mod für weitere Tools. Am besten ein ganzes neues Erz, wo man dann halt Tools draus machen kann. Wie, keine Ahnung, Copper oder sowas. Auf jeden Fall, das hier macht jetzt nur Schwerter aus. Und ich habe Angst, dass ich das eine. Also, was heißt Angst? Ich habe Bedauern, dass ich dieses eine gar nicht verzaubert habe, weil hier braucht man nämlich so einen Teil, wo es eigentlich, glaube ich, gar nie in der Vanilla-Version gibt. Das weiß ich gar nicht. Oder ist es im Mod mit behalten? Aber dann weiß ich nicht, wie man es craft oder wo. Woher man es bekommt, und das ist echt eine gute Map. Dann wäre echt ein gutes Gebiet hier. Also was Biome angeht, ist der Seed hier schon mal gut. So, hier kommen wir wieder raus. Ja, das war halt eine sehr tolle Höhle. Da oben geht es ja dann auch wieder weiter. Wir brauchen jetzt etwas, um uns hochzukommen. Und zwar Cobblestone. Oh, da unten ist Lava. Hallo. Also jetzt sind wir natürlich deutlich weiter. Fabian hat ja auch gesagt, er hat vor, den Timber-Mod reinzumachen. Falls ihr den Mod nicht kennt, ist ein totes Hütchen. Das ist jetzt eigentlich eher ein Cheat-Mod. Also wenn ihr an einem Baum unten den Baumstumpf abbaut, dann ist der ganze Baum gleich weg. Also es ist kein Item-Mod, sondern einfach ein Cheating-Mod. Und ich finde einfach, es ist gut, dass das Projekt schneller vorangeht, aber es
Es geht dann halt sehr schnell. Ich habe, wie gesagt, momentan nur diesen Schwertdiamant, aber ich hätte dieses Schwert hier, aber ich glaube, dieses eine doppelte Diamond Sword, da braucht man ja 6 Diamanten für. Und für normales Diamantschwert braucht man ja nur 2. Ja gut, hier hat man 4 Eisen gebraucht. Bei dem da braucht man 6, das ist dann recht krass. Und ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich sind auf jeden Fall Kürbisse, die können wir ja mal mitnehmen. Kürbisse, Tudi, Tudu, kann man ja nicht anziehen, soweit ich weiß. Ich schaue, dass ich mir irgendwann noch einen Amboss baue und dann vielleicht ein paar Enchantment Books finde. Aber so weit sind wir noch nicht. Ach komm! Also ich muss es mit den Mods noch gucken, was es noch so tolle Mods für die Version hier gibt. Also Pferdemod kann ich ja nicht auch hinzufügen, aber ich will es ja nicht, dass es direkt verbuggt oder irgendwie nicht richtig kompatibel ist mit dem Thatcher Pack. Daher habe ich mal ganz kurz, oh mein Gott, das war ein Deck. Ja, nur ganz kurz, dieses Pack. What the fish ist das? Oh. Okay, es ist und mal wieder die typische Nachricht. Ich glaube, wir sind weit von unserem Zuhause weg, aber zum Glück habe ich ja meinen Kompass, der mich halbwegs wieder dorthin führt. Besser war jede Folge. Natürlich. Besser ist natürlich, oh, jetzt testen wir es mal am Schaf, wobei das Schaf hier definitiv wanted ist. Das Schaf wird ja nicht. Hier würde nur ein Schaf. Droppen die denn nix? Mir hat bisher niemand etwas gedroppt mit dem Schwert hier. Wieso? Oder denn ist es ganz hell? Ist da Lava oder? Ist Lava. Ich teste es jetzt. Noch ein letztes Mal. Droppen die Tiere nichts mit diesem Schwert? Das ist ein Baby, das droppt so nie was. Jetzt finde ich richtig scheiße, wenn die Tiere mit diesem Gegner mit diesem Schwert hier nichts droppen. Und ich teste es jetzt hier hinten, sind ein paar Schaf, kann ich es nochmal testen. Ich nehme jetzt mein normales Diamantschwert. Und gebe dem Schaf, hat was gedroppt. Jetzt nehme ich dieses hier. Der Mod hat definitiv einen Fehler. Die Schwerter. Die droppen nix. Liegt das jetzt nur im Schwert oder ist es bei ihm? Und da ist wieder Blöcke in der Luft. Also das ist jetzt etwas, was mir nicht gefällt. Dass die einfach mit diesem Schwert hier nichts droppen. Das ist ja dann für Müll. Das ist ja dann übelsten Müll. Ich dachte es eigentlich, es wäre jetzt recht cool, aber übelst der Müll. Naja. Okay. Ich beende jetzt mal noch nicht den Part, weil wenn wir nicht so viel gemacht haben. Oh mein Gott. Tief. Scheiß drauf. Also ich wollte jetzt eigentlich nur diese Schwerter vorstellen. Aber wenn die jetzt wirklich nichts droppen, dann ist das sehr behindert. Ach, das ärgert mich jetzt, dass die einfach nichts droppen, weil ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein recht cooler Mod. Aber wenn das so ist, dann ist das leider sehr schade. Und so viel Pech hat man eigentlich nicht. Und das geht gar nicht, weil die müssen eigentlich irgendwann mal was droppen. Es wäre schrecklich, wenn die hier nie was droppen. Und das liegt dann schon an dem Schwert. Das Schwert ist nicht unbedingt gut und ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hingelaufen bin, wenn ich unbedingt wieder mal nach Hause sollte. Komm. Da will ich einmal einen Mod vorstellen, dann funktioniert der nicht. Das haben die total. Warum droppen die denn nicht? Es gibt gar keinen Sinn, dieser scheiß Mod. Oder ist das Schwert einfach so stark, dass das Fleisch einfach kaputt geht und nicht mehr verwertbar ist? Oder was? Und die Wolle auch und.
Nö. Ich verstehe diesen Mod nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hingelaufen bin, weil die Folge mal wieder total behindert ist, jetzt wo ich mich aufrege, weil dieser Mod nicht funktioniert. Und beim Pferdemod werde ich dann wahrscheinlich feststellen, dass da keine Sättel es gibt. Dass da keine Sättel es gibt, dass es dort keine Sättel gibt. Und mich dann dort wiederum auch aufregen. Und was? Warte mal. Hier war doch der Spawn. Hier sind wir doch ganz am Anfang gespawnt. Deswegen hat er uns hierher gelockt und nicht direkt zu unserem Zuhause. Ich werde sicherlich keinen Selbstmord machen, weil ich meine ganzen verzauberten Sachen hier habe. Das darf nicht wahr sein. Scheiß Schüler, ich bleib bei meinen Lehrern schön. Nein, shit. Zum Glück habe ich jetzt nur mein Eisen ausgegeben, wenn das hier nicht funktioniert. Ich gehe mal zu diesem Canyon-Gebiet. Das wird schon richtig sein. Ich werde schon wieder unser Zuhause finden. Das wird schon. Ja klar, trinken wir halt am besten noch. Dann sind alle unsere verzauberten Sachen weg. Ich alles mitgenommen. Okay, in der nächsten Folge werde ich euch gucken, dass ich einen Mod finde, wo wirklich funktioniert und dann sagen kann, dieser Mod ist gut, aber holt euch, falls ihr diesen Mod seht, ihn nicht. Und falls ihr ihn installiert habt, wisst ihr ja, was die Schwachstelle ist. Das ist jetzt ja mal doof. Dürfli dürf. Irgendwo doch unser Zuhause sein. Es muss doch so sein. Sonst hätte ich ein Problem. Zwecks. Meine Items, wenn ich mich umbringe. Ich kann mich nicht umbringen. Ach. Dieses Canyon-Gebiet ist ja auch so riesig. Ich glaube, das Schlauste wäre, wenn ich mich jetzt mal auf so einen Berg hochgehe. Hier so viel Fluss hatten wir nicht gar nicht. Ja, die Folge jetzt ist nicht so meine Lieblingsfolge. Ich hasse es. Pumpkins, ihr werdet nun eingesetzt, damit ich mich hochbauen kann. Oh yeah, jetzt sind die alle weg. Dann nehme ich Sand, zack, zack. Ich könnte ja schon mein Schwert nehmen, weil es ja nichts wert ist. Weil die Tiere einfach nichts droppen. Und verzaubern kann man es auch nicht. Das ist ja dann ganz toll. Aber so ist das halt bei Mods. Das ist total behindert. Jetzt brauche ich das mal eine Spitzhacke und eine Scheiße ab, weil das geht ja recht schnell. Brauche ich mich ja nicht holen, sondern nur eine Spitzhacke, die Jump'n'Run Man machen. Say Jump'n'Run. What's so good means. Okay, hör auf. Okay, die Folge wird mehr als eine Special-Folge. Das wird die Ultra-Special-Folge. Die Ultra-Behinderte-Special-Folge. So behindert, dass ich sie am ganzen löschen würde. Das ist schon
schaut ihr denn noch dieses blöde Video an? Ach ja, ich weiß gar nicht mal, ob die Serie eigentlich noch ankommt. Oder wie viele Leute bis zu diesem Punkt hier diese Folge angeschaut. Das ist einfach. Und da hinten ist mein Haus. Ich hätte gedacht, ich finde es nie wieder, aber ich war einfach ein Stück zu weit hinten. Das war natürlich alles geplant. Ich wusste, dass da mein Haus ist. Easy. Zack. Und nun. Hasse ich diesen Mod. Auch wenn das hier so geile Schwerter ist und ich nicht weiß, woher ich. Da braucht man einfach. Auch wenn ich nicht weiß, woher ich dieses eine dabei bekomme. Bei diesem einen Schwerter. Nicht das, sondern. Sein Schwert. Wo ist es denn? Es hat mich enttäuscht, auch wenn ich natürlich die Schwerter echt cool finde. Das Diamond Sword natürlich auch. City Splash Power. Okay. Wahrscheinlich werde ich dieses Schwert hier einfach verbrennen. Und am besten, ich mache ein Grab für dieses Schwert. Da es so sinnlos ist. Und wenn ich den Mod entfernen, wird da sowieso kein Schwert mehr rumliegen. Egal. Egal. Ich mach's trotzdem. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Hier, ein Schild. Ich werde es begraben, weil ich jeden Moment den Mod entfernen werde. Wenn die Folge vorbei ist, weil nichts gedroppt wird. Bisschen tiefer geht schon noch, würde ich sagen. Okay, Schwert. Zu. Das sieht man auch überhaupt nicht, dass das nicht zur Textur passt. Aber egal. Hier ist das dümmste. Nein! Oh! Ich will nicht dümmste schreiben hier, sondern hier ist das unnötigste Schwert der Welt begraben. Ich hoffe, es schaut jetzt nicht schlecht aus. Nehmen wir nur gut eine machen. Gut, nur mal dieser Pfeil nach unten. Ich kenne mich hiermit nicht so aus. So ein Bullshit. Ach, egal. Wie die Schrift einfach rausgeht. Hier ist das unnötigste Schwert der Welt begraben. So, leider, nun werde ich den Mod entfernen. Ich hoffe, auch wenn wir das Einzige, was wir in dieser Folge gemacht haben, ist, ich habe euch den Mod gezeigt, wir sind ein bisschen rumgelaufen und haben diesen Ort hier gefunden. Und haben ein bisschen was abgebaut. Also, wir waren recht unproduktiv. Egal, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ich habe nichts mehr von dem Mod hier. Ich werde ihn wahrscheinlich entfernen, weil er nichts bringt. Jedes Mal so. Ich verstehe, was das für eine Scheiße ist. Ach, egal. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen. Oder auch nicht, weil die Folge wahrscheinlich nicht meine Bewertung verdient hat.
bis zum nächsten Mal und ciao.